Mein Name ist Alex Rosen, ich bin Kinderarzt hier in Berlin bei der IPPNW. Ich wurde 1980 geboren. Meine Generation kennt Krieg eigentlich nur aus dem Fernsehen. Und es gibt sehr, sehr wenige in meinem Alter, die sich wirklich vorstellen können, was es bedeuten würde, wenn Konflikte hier in Europa wieder mit Gewalt und nicht mit Diplomatie ausgetragen werden würden. Ich bin aber auch Arzt. Ich leite an der Charité die Rettungsstelle für Kinder und ich sehe Tag für Tag und Woche für Woche das wahre Gesicht und die wahren Folgen von Krieg und Vertreibung. Wir sehen bei uns in der Rettungsstelle Kinder aus aller Welt, die vor Gewalt, vor Krieg in ihren Heimatländern fliehen mussten. Wir sehen Kinder, die jede Nacht Albträume haben. Albträume von den Bombardierungen ihrer Städte, von den schrecklichen Kriegsverbrechen, die sie sehen mussten, von dem Trauma der Flucht. Wir sehen die Menschen, die zu uns kommen, voller Angst, voller Verzweiflung. Sie kommen aus Afghanistan, aus dem Irak, aus dem Jemen, Tschetschenien, aus Eritrea, dem Südsudan und Libyen. In den Augen dieser Kinder sehe ich, was Krieg wirklich bedeutet. Das ist ein anderer Blick als den die Generäle oder die Politiker oder die Waffenexporteure auf Krieg haben. Für die Generäle bedeutet Krieg eine Chance. Eine Chance, neue Waffensysteme auszutesten und die Bedeutung ihrer Armeen zu unterstreichen. Für einige Politiker bedeutet Krieg eine Chance, Macht zu demonstrieren, an Einfluss zu gewinnen oder von innenpolitischen Problemen abzulenken. Und für die Waffenexporteure, na, für die bedeutet Krieg eine Chance auf saftige Gewinne, neue Absatzmärkte. Zur Not beliefert man beide Seiten eines Konflikts. Geld ist schließlich Geld. Wir Ärzte aber sehen im Krieg keine Chancen. Wir sehen keine goldenen Versprechen. Wir sehen nichts Gutes. Wir sehen Verletzte, Behinderte, Tote. Wir sehen Witwerinnen und Witwer, Waisenkinder. Wir sehen Menschen, die alles verloren haben. Selbst ihre Heimat. Die keine andere Chance mehr sehen, als sich und ihre Familien den Strapazen und den Risiken einer Flucht übers offene Meer oder durch fremde Länder auszusetzen, weil sie in ihrer Heimat nur noch zwei Perspektiven sehen. Entweder sie und ihre Familien werden zu Opfern der Gewalt oder sie werden zu Tätern. Kein Vater und keine Mutter setzt freiwillig seine Kinder bei Nacht in ein Schlauchboot auf dem offenen Meer, wenn er nicht eine andere Chance sehen würde. Wir sehen immer wieder zerstörte Krankenhäuser, ausgebombte Schulen, zerrissene Gemeinden, gespaltene Familien. Wir sehen Hass, Trauer, Wut, Verzweiflung, Traumatisierung und Suizidalität. Die wahren Gesichter von Krieg und Vertreibung. Das ist es, das, was wir jeden Tag in den Krankenhäusern und den Praxen sehen. Und deswegen können wir nicht anders als Ärztinnen und Ärzte, als Krieg pauschal zu verurteilen. Im Jemen, in Syrien, in der Südtürkei, in der Ostukraine, an vielen anderen Orten der Welt herrscht gerade Krieg. Und an all diesen Konflikten ist auch Deutschland beteiligt. Als drittgrößter Waffenexporteur weltweit, als einer der wichtigsten Mitgliedstaaten der NATO, als Interessenspartei in einigen dieser Konflikten. Wir liefern Panzer, Boote, Maschinengewehre im Wert von Millionen von Euro nach Saudi-Arabien, das einen brutalen Krieg im Nachbarland Jemen führt. Wir liefern Waffen an Konfliktparteien im syrischen Bürgerkrieg und im Irak. Wir sind an der Bombardierung ziviler Ziele in beiden Ländern beteiligt und wir beteiligen uns an der Aufrüstungsspirale hier in Osteuropa. Früher hieß es, wie Michael Müller gerade erwähnt hat, der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Zweimal hat Deutschland diesen Kontinent
mit Krieg und Terror überzogen. Heute, vor 78 Jahren, am 1. September, haben wir unser Nachbarland Polen überfallen. Wir starteten einen Krieg, der 6 Jahre andauerte und mehr als 50 Millionen Menschen umbrachte. Nach dem Zweiten Weltkrieg, dem Ende des Nationalsozialismus, hieß es, von deutschem Boden dürfe nie wieder Krieg ausgehen. Wenn man sich die Situation heute allerdings anschaut, dann muss man leider feststellen, dass sehr wohl von deutschem Boden wieder Krieg ausgeht. Und man muss feststellen, dass wir weiterhin einige Meister des Todes hier in Deutschland haben. Einige der gierigsten und tödlichsten Kriegsunternehmen. Krauss-Maffei, ThyssenKrupp, Rheinmetall, Heckler & Koch. Diese Firmen verdienen ihr Geld damit, Kriegsgerät in Krisenregionen zu liefern und haben den Tod von Millionen von Menschen mitzuverantworten mit ihren Waffen made in Germany. Und das Gleiche gilt für die Banken und die Lobbyisten und die Politikerinnen und Politiker, die diese Firmen unterstützen und ihr Geschäft erst möglich machen. Und ja, sogar das nationalsozialistische Gedankengut, der Chauvinismus, der Rassismus, der Nationalismus kehren diese Tage wieder zurück. Wir haben dieses Jahr Bundestagswahl und es wird aller Voraussicht nach eine Partei in unser Parlament einziehen, die öffentlich damit droht, Migranten an der Grenze auch mal zu erschießen und Politikerinnen mit ausländischen Wurzeln in fremden Ländern zu entsorgen. Ich warne frei nach Heinrich Heine, da, wo damit gedroht wird, Menschen zu entsorgen, da werden irgendwann auch wieder Menschen verbrannt. Wir alle müssen dieser Bewegung entgegentreten, indem wir uns in und für unsere Demokratie engagieren und den Rechten nicht das Feld überlassen. Der große Arzt Rudolf Virchow hat einmal gesagt, Politik ist weiter nichts als Medizin im Großen. In dieser Metapher sind die Rattenfänger auf dem rechten Rand, und ich meine damit nicht nur die AfD, da sind diese Rattenfänger vom rechten Rand die Scharlatane, die mit ihren Wundertinkturen und ihren Lügen über die Marktplätze der Republik ziehen und den Menschen einfache Lösungen für komplexe Probleme versprechen. Es reicht nicht einfach nur, von ihrer Medizin abzuraten. Wir müssen Alternativen aufzeigen. Wir müssen uns selber für diese Menschen engagieren und dafür, dass unsere Gesellschaft wieder für alle funktioniert. Wir müssen die Probleme angehen, wenn wir die Menschen für die Demokratie und für unsere gemeinsame Gesellschaft wieder gewinnen möchten. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Kein anderes Land hat diese Lektion so schmerzhaft und so verlustreich lernen müssen wie die Sowjetunion. 27 Millionen Bürgerinnen und Bürger der Sowjetunion starben im großen Vaterländischen Krieg, wie er von ihnen genannt wurde. Nochmal die gleiche Zahl an Kriegsversehrten, an Kriegsbehinderten, an Verletzten. Ganze Städte wurden von den Deutschen in Schutt und Asche gelegt. Die Grauen der Wehrmacht, der SS, der Völkermord an den Juden, an den Sinti und Roma, das alles ist heutzutage allseits bekannt. Und während des Kalten Krieges ging es dann weiter mit dem Konflikt gegen Russland, zumindest für einen Teil Deutschlands. Die beiden deutschen Staaten standen auf zwei unterschiedlichen Seiten in einem Rüstungswettlauf, der mit der gegenseitigen atomaren Vernichtung drohte. Ein solcher Atomkrieg wäre vor allem auf deutschem Boden ausgetragen werden. Das ist einer der Gründe, warum sich gerade in Deutschland die Generationen vor meiner so intensiv gegen die atomare Rüstung und für die Verhütung eines Atomkriegs eingesetzt haben. Nach Ende des Kalten Krieges wurde dann die historische Chance verpasst auf eine neue europäische Sicherheitsarchitektur. Statt ein gemeinsames Haus Europa zu errichten, wurden die EU und vor allem auch die NATO ohne Rücksicht auf russische Befindlichkeiten und ohne strategische Einbeziehung Russlands nach Osten erweitert. Heute ist vielen in der NATO klar geworden, dass ein weiter so nicht geht. Wir befinden uns nämlich in einer prekären Lage. Der Rüstungswettlauf, von dem wir gedacht hätten, dass er eigentlich überwunden wäre,
ist derzeit im vollen Gange. Militärmanöver auf beiden Seiten, Truppenverlegung an die Grenze, der Aufbau des Raketenabwehrprogramms der NATO in Osteuropa, der NATO-Beitritt Montenegros, die Verlegung von atomwaffenfähigen Kurzstreckenraketen nach Kaliningrad, die konventionelle, die atomare Aufrüstung, all das bringt eine Eskalation mit sich, die Europa wieder an den Rand einer atomaren Auseinandersetzung bringt. Und deswegen appellieren wir heute an die Bundesregierung für eine neue und eine konsequente Entspannungspolitik zwischen NATO und Russland. Wir müssen uns mehr engagieren als Deutschland. Wir müssen Verantwortung zeigen, aber nicht durch Waffenexporte, nicht durch Sanktionen oder Kriegseinsätze. Nein, durch militärische Zurückhaltung, durch zivile Konfliktbearbeitung und durch diplomatischen Druck auf die Konfliktparteien. Für ernsthafte Verhandlungen und vertrauensschaffende Maßnahmen. Wir dürfen nicht weiterhin Konfliktpartei sein. Wir müssen stattdessen helfen, zu vermitteln und zu deeskalieren. Wir alle wissen, Sicherheit und Frieden in Europa sind nicht gegen, sondern nur mit Russland möglich. In einer Welt, in der ein Präsident Trump oder ein Präsident Putin auf Knopfdruck binnen Sekunden, binnen Minuten Atomwaffen zünden kann, kann ein Konflikt jederzeit atomar eskalieren. Russland und die USA verfügen gemeinsam über 14.000 Atomsprengköpfe. Davon sind 1.800 immer noch innerhalb von Minuten abschussbereit. Jeder einzelne hat eine Sprengkraft, die 10- bis 30-fach dessen beträgt, was damals die Bomben über Hiroshima und Nagasaki hatten. Ein einziges Atom-U-Boot der USA ist bestückt mit 20 Atomraketen. Jede einzelne Atomrakete hat 12 individuell lenkbare Atomsprengköpfe. Jeder einzelne 6-fache Sprengkraft von einer Hiroshima-Bombe. Das heißt, ein Atom-U-Boot, ein einziges, hat die 1400-fache Sprengkraft von Hiroshima. Ein Atom-U-Boot kann die 20 größten Städte im gegnerischen Land zerstören. Die 20. größte Stadt in den USA ist El Paso in Texas. Die 20. größte Stadt in Russland ist Uljanowsk an der Wolga. Alle Städte, die größer sind als diese Städte, würden von der Landkarte verschwinden in so einem Atomkrieg. Gehen wir davon aus, ein Szenario eines Atomkriegs zwischen Russland und den USA, der nur ein Bruchteil, 3% ihres atomaren Arsenals benutzt, 250 Atomwaffen auf jeder Seite. Innerhalb von einer halben Stunde wären 100 Millionen Menschen tot. Die Spätfolgen für die Überlebenden, die in einer radioaktiven Wüste aufwachen am nächsten Tag, die Folgen für die Länder, deren finanzielle, politische, technische, humanitäre Infrastruktur am Boden liegt, stehen auf einem ganz anderen Blatt. Diese Horrorszenarien sind schlimm genug. Aber anders als ein konventioneller Krieg würde ein Atomkrieg das Überleben der gesamten Menschheit bedrohen. Sollten die USA und Russland ihr gesamtes strategisches Atomwaffenarsenal gegeneinander einsetzen, dann hätte dies nicht nur den Tod der Menschen in den betroffenen Städten, in den betroffenen Ländern zur Folge. Durch die Feuersbrünste, die durch die multiplen Atomdetonationen ausgelöst würden, würden 150 Millionen Tonnen Schutt und Asche in die Stratosphäre geblasen. Dort oben, überhalb des Wetters, überhalb des Regens, würden sie wie ein Vorhang das Sonnenlicht ausblenden. 3 Jahre lang gäbe es in der nördlichen Halbkugel der Erde keinen einzigen frostfreien Tag mehr. Die globale Durchschnittstemperatur würde innerhalb von wenigen Tagen um 10 Grad fallen. Der größte Sturz des Weltklimas in der Geschichte unseres Planeten. Für den Rest der Welt würde das bedeuten, dass Landwirtschaft nicht mehr möglich wäre. Für 10, vielleicht 20 Jahre wäre es nicht mehr möglich, Nahrungsmittel zu produzieren. Die weltweiten Reserven an Nahrungsmitteln reichen 3 Monate. Ein Krieg zwischen den USA und Russland würde nicht nur diese beiden Länder zerstören, es würde vermutlich durch den globalen nuklearen Winter das Ende unserer Menschheit bedeuten. Ich bin nicht hier, um Angst zu verbreiten, aber ich denke, wenn wir
über diese Themen sprechen, dann ist es wichtig, dass wir wissen, worüber wir sprechen, was das eigentlich bedeutet. Und wenn ein deutscher Politiker oder ein europäischer Politiker leichtfertig die deutsche oder die europäische Atomoption fordert, dann ist es wichtig, dass wir wissen, was das bedeutet. Und es ist wichtig, dass wir wissen, dass nukleare Abschreckung bedeutet, dass man den Massenmord an der gegnerischen Zivilbevölkerung plant. Das ist es, was atomare Abschreckung bedeutet. Massenmord an gegnerischen Zivilisten. Das ist es, was die Luftwaffenpiloten in Büchel, wo weiterhin 20 US-Atomwaffen lagern, Tag ein, Tag aus trainieren. Wenn sie üben, von ihren Tornado-Flugzeugen B-61-Bomben auf gegnerische Städte abzuwerfen. Im Falle eines Krieges wären wir keine Zuschauer. Wir wären Mittäter. Dass der Besitz und die Androhung und der Einsatz von Atomwaffen gegen Völkerrecht verstößt, gegen die Genfer Konvention, gegen die Haager Landkriegsordnung, gegen die UN-Menschenrechte, das ist längst bekannt. Das hat 1996 der Internationale Gerichtshof festgestellt. Das ändert aber nichts daran, dass die Bundesrepublik weiter daran festhält, als atomarer Teilhaberstaat US-NATO-Atomwaffen auf deutschem Boden zu behalten, damit im Falle eines Krieges deutsche Soldaten diese auch einsetzen würden. Das muss sich ändern. Vor anderthalb Monaten haben 122 UN-Mitgliedstaaten, immerhin zwei Drittel der Länder der Welt, in New York einen Vertrag unterzeichnet, der Atomwaffen völkerrechtlich ächtet. Zum ersten Mal in der Geschichte des Atomzeitalters haben wir ein völkerrechtlich bindendes Dokument, ein Werkzeug, was ganz klar macht, dass Atomwaffen mit dem Völkerrecht nicht vereinbar sind und dass sie so schnell wie möglich geächtet, verboten und abgeschafft werden müssen. Dieser Meilenstein der atomaren Abrüstung wäre nicht möglich gewesen ohne das jahrzehntelange zivilgesellschaftliche Engagement der Anti-Atom-Bewegung, der Friedensbewegung von euch allen hier. Die Bundesregierung hat sich entgegen dem erklärten Willen der Mehrheit der Bevölkerung gegen diesen Vertrag, gegen die Ächtung von Atomwaffen gestellt und steht international fest auf Seiten der Atomwaffenstaaten. Es wird Zeit, dass sich das ändert. Die Welt braucht ein Deutschland, das sich seiner historischen Rolle bewusst ist, seiner Verantwortung bewusst wird und das sich gerade deswegen für Deeskalation, für Entspannungspolitik, für atomare Abrüstung und für Frieden einsetzt. Es ist Wahljahr. Und das sind die Forderungen, mit denen wir die Kandidatinnen und Kandidaten für unser Parlament in diesem Wahljahr konfrontieren sollten. Wir brauchen eine neue, eine ernsthafte Entspannungspolitik der NATO gegenüber Russland. Wir brauchen eine konstruktive, eine diplomatische und vermittelnde Rolle Deutschlands im Ukraine-Konflikt, statt eine reine Interessensvertretung der Regierung in Kiew. Wir brauchen eine Rückkehr zu den Grundpfeilern der europäischen Sicherheitsarchitektur, zum ABM-Vertrag, zum Vertrag zur Limitierung der strategischen Kräfte in Europa, zum INF-Vertrag. Wir brauchen eine Absage an weitere Eskalationsschritte, keine Verlegung mehr von Truppen an die Grenze, kein Aufbau eines Raketenabwehrsystems in Osteuropa. Wir brauchen eine sofortige Beendigung der deutschen Waffenexporte, aller deutschen Waffenexporte und eine Beendigung aller deutschen Auslandseinsätze der Bundeswehr, die nicht ganz klar durch ein UN-Mandat getragen werden. Wir brauchen einen Abzug der Atomwaffen aus Deutschland und eine Unterzeichnung Deutschlands des Atomwaffenverbotsvertrags, eine konstruktive Rolle Deutschlands in seiner Umsetzung. Damit wollen wir unsere Politiker konfrontieren. Lasst uns mit unserer Demonstration hier heute ein Zeichen setzen, dass die Menschen in diesem Land ein weiter so nicht mehr länger akzeptieren. Wir brauchen eine neue Entspannungspolitik in Europa und wir brauchen sie jetzt. Vielen Dank. Lieber Alex Rosen, ganz, ganz herzlichen Dank für deinen Redebeitrag.
Und bevor ich zu einem ausklingenden Lied an Bente Gerhahn weitergeben möchte, noch zwei ganz kurze Statements, die uns heute erreicht haben. Das erste von jemand, die es selber vortragen könnte, weil sie hier selber rumläuft und die kleine dicke